Also am wichtigsten auf dem Handy ist der Messenger, am zweitwichtigsten Drive und dann Mebis, aber auch ein Tool für die ganze Bayern Cloud. Ist ganz spannend und das gibt es keine App. Man geht also in einen Browser seines Vertrauens, den man auf dem Handy hat, sucht nach der Bayern Cloud und meldet sich an der Stelle an. Schön anmelden. Passwort speichern in einem Speicher mit dem seines Vertrauens. Und dann gibt es hier bei jedem Browser gibt es irgendwo diese drei Punkte, auf die muss man draufklicken. Und hier heißt es zum Startbildschirm hinzufügen. Da kann man jede Webseite als Shortlink auf sein Startbildschirm hinzufügen. So das streichen, damit es hübscher ist. Und dann auf Hinzufügen drücken. Und dann habe ich hier einen wunderschönen Knopf, mit dem ich dann direkt auf meine Bayern Cloud Schule komme. Das war's. Schwerer ist es nicht.